IndieBird.com. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Free-to-Play-Game Attack of the Paper Zombies. Wieder mal mit der freundlichen Unterstützung von SergeantRumpel.de. Ansonsten auch der Link wieder in der Beschreibung. Und wir gucken uns direkt an, worum es hier geht. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise spiele ich die Spiele ja immer an. Habe ich diesmal nicht gemacht, deswegen einmal Tutorial, Movement and Combat. Scroll by moving the mouse to the edge of the screen. Zoom using the mouse wheel. Okay, habe ich verstanden. Select a marine using left click. Yeah. Move a marine using right click. Okay. Attack move with a marine using double click. Was? Ah, dann läuft er bis dahin. Sobald er in Reichweite von etwas kommt, kann er es angreifen. Wahrscheinlich werden die jetzt hier hinlaufen. Destroy the Alien Hive. Wird das jetzt ein Mini-Star Wars, oder? Wobei, ach nee, das ist ja immer mit Zombies. Oder. Für jeden Schuss kommt da einer raus. Ich hoffe, die schießen auch auf die Viecher, nicht nur auf das Teil. Man kann denen sagen, wohin sie schießen sollen. Anscheinend irgendwie. Scheint mir zumindest ein bisschen so. Ich muss auf jeden Fall doch die Viecher killen. Capture the alien spawn point. Ah, da muss ich da hinlaufen und dann kann ich den spawn point auch einnehmen. Das ist aber wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was die Munition hier oben bedeutet. Ammo point recharge timer. Ammo point. Grenades and Chemical Strikes, ja, periodical recharged. Ist aber schön. Click to continue. Ah, das geht auch. Capture the point. Machen die das jetzt irgendwie? Ah ja, das dauert halt seine Zeit. Okay. Ja, und das ist halt das nächste Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Ich sollte nicht so schnell reden. Wie gesagt, ich war unvorbereitet, weil ich einfach gerade Lust habe aufzunehmen. Wir haben 20 nach 3 in der Nacht. Morgen, jetzt, heute, nicht morgen, ist Ostern. Was für mich leider keinen großen Unterschied macht. Ich darf lernen, beziehungsweise hier sitzen und für euch spielen. Mission accomplished. Geht's irgendwie weiter? Click to continue. BPS for new capture, aha. Achso, go back to the menu mit Escape. Buildings. Gucken wir uns auch an. Bring up the building menu by clicking and holding the right mouse button over the marker. Aha. Build a turret at the marked site. Heavy weapon zone, chemical barrage, teleportation pad, turret, siege cannon and mines. Wir wollen aber einen Turret haben. Wunderbar. Start the construction on the turret by moving next to it. Also, das muss der wahrscheinlich machen. Ich hatte heute übrigens einen sehr lustigen Tag. Ich habe viel gelernt und dann ewig versucht, ein paar Sachen mit meiner Grafik, mit meinem Computer hinzukriegen. Der war mal wieder alles Schrott und das hat ziemlich genervt. Build the first turret to the north and of the existing one. Build the second turret to the south and build a mine to the west of the turret. Also, ach, du kannst einfach mal dahin gehen. Ja. Achtung, man muss den angeklickt haben dafür. Nein, man muss einfach nur die Maus bewegen. Ja. Turret. Turret. Mine. Sieht auch wunderbar aus. Next to it. Ja. Schön, dass das auch kein bisschen lang dauert. Wir haben einen Rifleman hier. Ein zweiter wäre nicht schlecht, muss ich sagen. Dann könnte der jetzt auch schon mal da bauen. Aber was mit den Minen ist, sieht gut aus. Da kommt wahrscheinlich niemand mehr durch. Was ist das hier eigentlich? Also da kriegen wir die Mission. Wahrscheinlich auch wieder wegklicken. Oder auch nicht. So, ein Turret. Fertig. Ja, so, fertig. Das andere noch. Was haben wir eigentlich noch? Wir haben hier Recycling Building. Können wir ein Gebäude wegbringen. Wir haben Sniper Upgrade. Chance to, the,
Change the weapons of the selected marine to sniper rifle. The old weapons is recycled for some BPs. Wo stehen eigentlich diese BPs? Sind ja diese Punkte, oder sind das das hier? Ammo Points? Ammo Points Recharge Timer? Nee. Flamer Upgrade. Change the weapon to the selected marines to flames. Of the selected marines. Sorry, das ist immer mit der Schriftart. To Flamethrower. The old weapon is recycled. Ja. Und da kann man so kostenlos immer wieder zum Rifle upgraden. Und ich denke mal, ja, ich muss das Alien Hive wieder zerstören. Und ich denke mal, das muss der wieder machen. Aber wenn ich den jetzt dahin stelle, kommen die natürlich auf mich zu, laufen in die Minen rein und werden auch von den Türmen abgeschossen. Das sieht doch, oh, das sieht doch schön aus. Ich glaube, die Minen brauche ich gar nicht. Und ich muss zugeben, ich hätte gern jetzt natürlich die Türme etwas näher hier dran, damit die das Hive abschießen können. Aber das hat wohl nicht sollen sein. Ich kann natürlich den Typ zum Flamethrower aufwerten. Oh, das sieht schön aus. Aber ich denke mal, der muss wesentlich näher dran, um dem Gebäude jetzt Schaden machen zu können. Da, aber dafür grillt der die ja weg wie sonst was. Wenn das dem Gebäude genauso viel Schaden macht, wäre das natürlich sehr geil. Ja, das macht er am Gebäude und an den Männchen Schaden direkt. Aber ich fürchte, dass das nicht sehr effektiv ist gegen das Gebäude. Wobei, die Punkte drumherum sind irgendwie weg. Was auch immer das jetzt heißt. Was macht das nochmal? When you lose too many points, you enter second wind mode. Hä? Ich muss das nicht verstehen, oder? Ich weiß nicht, ob das Gebäude jetzt gerade irgendwie Schaden bekommt. Ich zieh nochmal ab. Und baue einfach mal diesen fetten Turm hier. Kann ja nicht schaden. Ja, aber das Gebäude zeigt immer noch nichts an. Ich hoffe, wir haben nichts kaputt gemacht. Aber wir haben Gott sei Dank die Türmchen im Hintergrund, die aufpassen, dass wir beim Arbeiten hier nicht gestört werden. Hoffe ich zumindest, dass das klappt. Und dann hoffe ich, dass dieser Turm einfach bis dahin schießen kann. Das wäre natürlich unglaublich geil. Ich weiß, wir sind doch erst im Tutorial und deswegen sollte das eigentlich alles etwas anders laufen wahrscheinlich. Ah ja, da seht ihr es wieder. Jetzt sind wir diese Punkte drumherum. Ich raff's nicht. Ich kann ja dann wieder zum Rifleman umentwickeln, weil soweit ich... Ach, da oben. Ah, Building Points. Ich weiß, ob ich nicht gesehen habe. Da ist... Es ist natürlich unglaublich gut. Meine Frame-Zahl steht genau da drüber. Genau da steht meine Zahl. Das heißt, ihr seht die Punkte und ich sehe sie nicht. Aber ist ja nicht so tragisch. Ich werde das überleben. So ein bisschen kann man da durchgucken. Ich glaube, sind es gerade 18. Dann werde ich das überleben. Ich fände es natürlich total geil, wenn ich auch so einen Typen bauen könnte, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Und was ist das jetzt? Ja, okay, das ist irgendwie doch effektiver. Das schießt mit einer Salve, macht das einem so einen Strich weg anscheinend. Können wir mal einen Sniper geben, gucken, wie das sich auslöst. Okay, er schießt damit sehr, sehr langsam. Aber stark. Capture the Alien Spawn Point. Ah, da hinten ist die Munition gerade noch eingeschlagen. So, dann darfst du da hingehen. Und dann capturen wir den Point. Ich kann auch, wobei, ich brech das mal hier ab. Tutorials, Weapons, Special Abilities. Special Abilities würde ich noch gerne wissen, wie das jetzt funktioniert.
Create a heavy weapons area at the mark. Heavy weapons area. Ach so. Siege cannon, mines. Heavy weapons zone. Das würde ich halt gerne mal gucken, wie, was das jetzt genau ist. Einfach damit ich das auch noch schaffe. Und dann machen wir einfach mal ein ganz normales Match. Weil ich wollte auch nicht zu lange jetzt hier die Runde aufnehmen. Grenades allow you to make sudden strikes. Use them wisely. Und wie benutze ich die? Ah, nee, dahin. Kann ich die andere wieder wegmachen? Recycle? Ja, so. Du. Hier ist eine Wand. Wenn ich das wegmache vielleicht. Ich komme da ja nicht rüber. Hallo, haha. Ah, nee, das bringt ja in dem Sinne nichts. Da ist irgendwie eine Wand dazwischen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Aber das heißt, ich muss diese Weapon Zone irgendwo hinmachen oder irgendwie so Chemiewaffen dahin machen und dann, wenn die angreifen, nutzen die das irgendwie. Das werde ich schon schaffen. Mission. First Step. Ich mache einfach mal Random Map. Beginner. Und da fängt es auch schon an. Wir haben, ach so, ein Teleportation Pad hatten wir noch. Und ich habe nicht gar nicht geguckt, wie man überhaupt neue Leute kriegt. Wir haben 12 Punkte. Ich mach mal einen Flamethrower. Und dann gucke ich mir das mal an. Das sieht alles soweit gut aus. Wir können natürlich hier gleich dann mal so ein Granatendings muss ausprobieren. Und dann gucken wir mal, was wir schaffen. Wobei ich kann auch mal ein Granatendings. Ah, oh, ich habe keine Punkte mehr, glaube ich, oder? 8 Punkte habe ich nur noch. Ich weiß nicht, wann man neue Punkte kriegt. Gerade auch wenn man das fürs Capture kriegt man, glaube ich, neue Punkte. Da läuft einer vorbei. Okay. Wunderbar. So, im Prinzip müssten die ja, wenn die jetzt das angreifen, mit Granaten werfen. So habe ich das verstanden. Da. Schick. Eine Granate, das war's. Ich habe mehr Granaten. Ah, da ist auch eine geflogen jetzt. Ich werde aber auch direkt gleich mal das andere ausprobieren. Das will ich nämlich auch wissen, wie das ist. Hat er jetzt auf mich geschossen? Ah nein, das war Infiziertheit hier, also. Und da schießt auch was auf uns, ja. Ich mach mal dieses Gift-Ding, das kann ich nicht wegmachen, okay. Das machen wir wieder weg. Ich wollte noch was. Da oben ist ein Türmchen hingekommen. Ui, schön. Ach, mir fällt gerade ein, ich hätte auch den Punkt mal einnehmen sollen. Wobei, ich probiere mal aus, wenn man mit mehreren hingeht, ob das dann mehr bringt, also ob das dann schneller geht. Das wäre natürlich praktisch. Ich weiß es nicht. Es scheint nicht so. Dann können wir nämlich einfach einen da lassen und der Rest geht weiter. Ah! Das ist jetzt wirklich neu gebaut? Wenn ja, wäre das nicht schön. Aber wir müssen doch hier auch irgendwie was bauen können. Also irgendwie muss man diese Punkte doch nutzen können. Warp Point. Aber wir können nur Türmchen. Mir fällt gerade ein, die können ja uns die Posten. Wir müssen wahrscheinlich alle Posten einnehmen. Das heißt, die werden jetzt nach da unten gehen.
und gegen uns kämpfen wollen. Ich bin mir gerade sehr stark. Da bildet sich was Neues. Krass. Sehr stark dafür, dass ihr ein bisschen Granaten-Action nutzt. Ich weiß nicht, ob dieses Gift jetzt irgendwas bringt. To all organic life through knives. Airstrike consumes all ammo. Ah, okay. Das konnte ich nicht machen, weil ich nicht genug Munition hatte. Ich weiß auch nicht. Ah, doch, da oben sind die Le ist eine Lebensanzeige. Dann ist das ja alles prima. Das einzig doof ist nur, die Türmchen machen mir ganz schön zu schaffen. Ich glaube, ich sollte noch einen Flamethrower machen, damit wir mehr Flächenschaden haben, was schneller weggeht. Und dann machen wir. Das kostet das Geld. Nö. Dann kann ich die alles so wieder wegmachen. Und dann. Das ist heftig. Aber das Spiel ist lustig. Zombies have evolved Counter-Attack. Also dann, bestimmt kann man ja auch noch irgendwie was. Also die können sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Das heißt, je langsamer man mal ist, desto länger braucht man natürlich. Komm, werf eine Granate. Noch eine Granate. Okay, nicht noch eine Granate. Dann mache ich aber hier schon mal Granate hin. Wobei doch, ihr könnt da noch eine Granate hinwerfen. Ich hoffe, die werfen sie auch dahin und nicht in die Mitte. Okay, sie werfen gar keine. Auch gut. Dann können wir das schon mal recyceln. Und können hier einen fetten Turm hinbauen. Und. Nein, geht mal ganz normal dahin. Ja, okay, der wird nicht wirklich viel schießen können. Wahrscheinlich nur bis dahin. Das ist natürlich doof. Nee, dann recyceln. Der so, muss ja irgendwie so gebaut werden, dass der mehr Effekt hat, wenn. Na egal. Dann bauen wir halt nicht. Da oben ist ein kleiner Turm, der hat sich irgendwie eben von allein gebaut, aber ist ja egal. Du gehst mal schnell dahin, bevor sich da wieder irgendwas pflanzt. So. Ihr kämpft euch jetzt bis dahin durch. Und dann versuchen wir mal die erste Granate zu werfen. Aber erst, wenn ihr da seid. Sonst wird das mir zu riskant, sonst knabbern die euch nachher noch an. Mein einer Flamethrower hat ordentlich schon was abbekommen. Jetzt müsste eigentlich eine Granate geflogen sein, gleich irgendwie, oder gekommen, oder. Ich habe es halt noch nicht verstanden, wie es mit den Granaten genau funktioniert. Hive Minds haben die jetzt. Das ist schön. Ich will wissen, wie ich das machen kann. Da hat schon alleine sich was hingezogen. Das wirkte für mich sehr nach Mine. Vielleicht war es aber auch Granate. Die stehen ja sehr ungünstig. Ich hoffe, das Teil funktioniert jetzt so, wie ich es möchte. Oh, da ist irgendwas Weitschießendes dabei. Das ist nicht gut. Das heißt, der muss jetzt zum Flamethrower werden oder der geht drauf. Ah, ich habe keine Punkte dafür. Scheiße. Das kam zu spät, das mit dem Bauen. Dann muss der fliehen. Oder wir machen es so. Ich hoffe, die kriegen das Hive jetzt irgendwie zerstört. Und ich hoffe, der überlebt. Wobei, das ist der, ja, das ist der nicht mehr so wirklich lebt. Der die ganze Zeit die Fresse kriegt hier. Hätte auch gerne, dass die da wieder Granaten drauf werfen, aber sie machen es irgendwie nicht. Halt auch jetzt. Einer ist gestorben, sehe ich gerade. Die ziehen gerade alle nach da oben ab, das ist ganz gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch total scheiße. Weil dadurch natürlich,
der total in Bedrängnis gerät und die können diese Teile ja wieder einnehmen. Ich hoffe, das wird nicht zu sehr der Fall sein. Aber ich muss mal gucken. Ah ne, das bringt ja gar nichts. Das schießt er ja erst, ja. Irgendwie so muss das jetzt klappen. Also, was macht ihr? Der wird jetzt sterben, glaube ich. Wenn er nicht irgendwie was Plus drauf hat, wobei ich kann ihn aber rausziehen. Weil meine Leute sind anscheinend schneller als die Zombies, das ist schon mal gut. So, jetzt, das machen. Bauen. Hier steht da doch. Ach so, wahrscheinlich, weil das Hive noch nicht uns gehört. Das kann recycelt werden. Und dann stelle ich dich schon mal dahin. Der geht jetzt drauf, genau. Teleporter required. Ach so, man braucht die Teleporter, um Tote wieder zurückzuholen. Das wusste ich nicht. Das ist schlecht. Ich hoffe, der kommt rechtzeitig. Also, dass die anderen vielleicht sich auch da konzentrieren. Aber nein, natürlich nicht. Wir haben gar keine Punkte mehr, das heißt, umwandeln geht auch nicht. Warum auch immer wir keine Punkte haben. Achso, wir brauchten die dafür noch. Das Recyceln müsste noch mal Punkte kriegen. Ja, 2 Punkte, schön. Unglaublich viel. Was kostet eigentlich ein Teleporter 3? Können wir uns gar nicht leisten. Hallo? Der... Da ist noch am Leben, aber nicht mehr lang. So, jetzt könnte der Turm noch gebaut werden. Das wäre unglaublich praktisch, weil der auch nicht mehr lang lebt. Und dann könnte der Turm nämlich hier alles wegballern. Weil der braucht natürlich ewig, bis er fertig ist. So, ich versuche jetzt mal hier rüber zu laufen, damit die zusammenkämpfen, nicht nebeneinander. Und damit vielleicht die Türme ihm nicht mehr so viel anhaben können. So. Das dauert zu lang mit dem Turm. Ich weiß nicht, ob das schneller geht, wenn ich den daneben stelle, aber ich glaube nicht. Die schießen trotzdem beide, ja. Oh, oh, oh. Junge, du kriegst gerade richtig aufs Fressbrett. Das wäre schön, wenn dieser Turm fertig werden würde. Und ich nehme mal wieder länger auf, als ich will. Aber das Spiel ist echt lustig. Also es gefällt mir echt. Wäre natürlich jetzt noch cool, wenn man es zusammenspielen kann irgendwie. Also ich muss mal gucken, ob man Multiplayer hat. Natürlich, wenn man zusammen gegen die Zombies spielt, muss das wirklich schon dann herausfordernd sein. Und ansonsten, die Zombies zu spielen, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Weil, keine Ahnung, irgendwie... hat man ja die ganzen Viecher, die man dann steuern muss. Das könnte etwas unübersichtlich werden. Wobei, das ist halt die Frage, wie das mit der Produktion ist. Man könnte das natürlich auch weiterentwickeln, dass man das dann ähnlich hat wie StarCraft, sag ich jetzt mal. Kann der Turm nicht auf nahe Distanz schießen. Ja doch. Man kann dem vor allem auch befehlen, wo er hinschießen soll. Weil ich habe da anscheinend nur noch einen Rifleman. Der sollte nicht sterben. Ich schicke den einfach mal da runter. Ich kann... Ah! Der muss gesteuert werden anscheinend. Die nehmen das oben natürlich jetzt wieder ein. Das ist natürlich richtig doof. Aber wenn das jetzt klappt... Nein! Ah, das braucht auch ziemlich lange, um sich zu drehen. Das ist natürlich doof. Okay, und macht nichts. Stellt sich wieder da rein. Die nehmen das da oben gerade wieder ein. Und das ist natürlich sehr doof. Wir brauchen halt diesen Teleporter, diesen doofen.
Vielleicht kriege ich ja dadurch, dass ich das jetzt wieder einnehme, den Teleporter dann. Ja, da haben sie es wieder eingenommen und haben jetzt auch ein Diving Gasp. Upon Hive Death, several defensive towers are grown. Das heißt, wenn das Teil zerstört wird, kommen auch noch ganz viele Türme daraus. Das ist natürlich wunderbar. Nein, ich habe keine Punkte fürs Einnehmen bekommen. Das war klar. Das Teil geht aber auch anscheinend nicht kaputt. Das ist schon mal gut. Der kriegt die ganze Zeit irgendwas von irgendwas, wird er abgeschossen die ganze Zeit. Jetzt nicht mehr, das ist gut. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie ein paar Viecher von ihm wegkriege. Okay, darauf weiter. Hallo? Ist der Turm kaputt? Keine Lebensanzeige oder so. Ja, der ist kaputt. Ja, okay, und dann ist das Spiel damit wohl beendet. Ich habe mir anfangs zu viel Zeit gelassen und jetzt ist vorbei. Jetzt machen sie den Turm noch kaputt und dann kann ich das Spiel auch abbrechen an der Stelle. Beziehungsweise vielleicht kommt jetzt auch irgendwas mit You Lose oder so. Ich weiß nicht. Kann ich auch noch recyceln direkt. Ach ja, jetzt müsste ich noch warten, bis die alles eingenommen haben. Nee, das ist mir zu viel. Ja, das war's dann erstmal. Super geiles Spiel, muss ich sagen. Super simpel, super lustig. Für eine Runde zwischendurch mal so sehr empfehlenswert. Ich hoffe, es hat noch mehr Features, dass die Aliens vielleicht noch sich noch weiterentwickeln können. Das war jetzt Mission einfach. Ich kann ja Zufallsmap einfach. Ich kann mal Advanced machen. Haben wir hier 5. Da direkt ein Hive, da. Ah, die wird vor allem größer. Das heißt, man muss weiter laufen. Das heißt, man hat, die haben mehr Zeit, sich zu entwickeln. Es ist verstreuter. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, dass man dann mehr defensive Sachen baut und so. Also, seht ihr ja schon. Also, da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die noch passieren können. Mir gefällt es. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, könnt ihr gern liken, also Daumen hoch, kommentieren. Immer gern gesehen. Ich freue mich immer riesig, wenn Leute irgendwas sagen, ob es jetzt Kritik ist, ob es jetzt einfach nur gesagt, yay, top gemacht oder was auch immer. Falls ihr noch andere Spiele habt, die auch, euch auch gefallen, dürft ihr es auch gern sagen. Vor allem, wenn es Freeware Games ist, gucke ich mir gerne an. Und ja, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, gerne auch. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.